Hallo zusammen. Ein wenig Unmut hat sich unter den Mitgliedern der Porter aus Six Gang breit gemacht, nachdem Jimmy Delane Francesco zum Interimsboss ernannt hat. Ist Francesco, der mit seinen Kumpeln das Verschwinden von Tyler Banks nicht verhindern oder gar aufklären konnte, wirklich der geeignete Mann, um die stetig wachsende Familie anzuführen? Und dann geschehen die Übergriffe auf die Einrichtungen der vom Erfolg verwöhnten Bande. Während Falcone sich mit seiner neuen Flamme den frühlingshaften Sonntagnachmittag verbringt, versammelt Francesco seine Schergen um sich. Der Überfall auf das Speakeasy soll gesühnt werden und das ist die Gelegenheit, um seine Führungsrolle zu behaupten. Vor dem Hauptquartier stehen sie nun bereit, ein Dutzend schwer bewaffneter Gangster in drei schwarzen Autos und warten auf Francescos Kommando. Mein Name ist Michael und Francesco ist niemand Geringeres als Thomas. Hallo. Ihm zur Seite steht Jacopo, gespielt von Tomasz. Hallo. Und Francesco, den müssen wir noch suchen, wird gespielt von Falcone, wird gespielt. Falcone, den müssen wir noch suchen, der wird gespielt von Dominik. Ja. Schon wieder ein erster Takeout. Und der Takeout war dann eigentlich auch ein Outtake, oder? Falcone, mit Isabel im Arm schlenderst du durch die Sonnenmaschine im Parks. Wohin? Welcher Tag ist heute? Sonntagnachmittag, immer noch. Immer noch Sonntag? Mhm. Seit 4 Wochen, ja. Okay. Ja, wohin entführst du Isabel? Ja, keine Ahnung. Ist da irgendwie ein Teich in der Nähe oder so, was ich angucken kann? Neben der Zementfabrik. Hast du nicht gerade gesagt, in den Park? Ja, ich habe gesagt, ich gehe spaziert durch den Park, ja. Von mir aus gibt es da auch einen Teich. Ja, dann gehen wir halt zu dem Teich. Ich hätte an deiner Stelle gesagt, nein, dann gehe ich nicht zum Teich, weil Teiche mag ich nicht. Und gucken uns Enten an. Es hetzt ein kleiner Junge quer an euch vorbei, rempelt euch fast um. Hey! Entschuldigung, Sir! Und läuft damit weiter. Hat er mir was geklaut? Nein, er hat dir nichts geklaut. Kein Grund, ihn umzubringen. Schade. Und so schaut ihr euch also die Enten an, wie die über den Teich halt schwimmen. War an dem Jungen was Besonderes? Der war nur eilig unterwegs und hat euch angerempelt. Hm. Und es dauert nicht lange, bis dann aus der Richtung, wo er hingelaufen ist, zwei Männer dann angelaufen kommen. Die kommen dir irgendwie bekannt vor. Und sie sind? Entfernt kommen dir insofern bekannt vor, dass sie wohl auch Mitglieder der Familie sind. Okay. Und ich glaube nicht, dass sie zufällig hier sind. Naja, zumindest die Tatsache, dass die ziemlich eilig rennen, ist ungewöhnlich. Okay, ich guck mir das mal an und versuche Isabella mit einer besonders hübschen Ente abzulenken. Ja, guck mal, die da drüben. Ja, hältst du die beiden auf oder sprichst die an? Und es ist jetzt dieser berühmte Wink mit dem Zaunpfahl. Aber eigentlich, Nein, du brauchst sie nicht aufzuhalten, weil das hat ja zu lange gedauert. Einer von den beiden erkennt dich, zeigt auf dich und kommt auf dich zugerannt, der andere im Schlepptau. Falcone, was machst du denn noch hier? Ich entschuldige mich kurz, Isabella. Und ich versuche, außerhalb ihrer Reichweite zu gehen. Was ist los? Was macht ihr hier? Francesco hat uns alle zusammen beordert. Er will irgendwas, er plant was Großes. Sollen alle kommen, hat er gesagt. Jetzt? Ja, jetzt! Ich bring ihn um. Komm, pack deine Sachen. Okay, habt ihr ein Auto? Ja, Joe hat ein Auto. Wir gehen gerade hin. Ja. Kommst du jetzt mit? Gib mir 2 Sekunden. Ja, aber nicht mehr. Dann jogge ich zu Isabel und sag, Isabel, es tut mir leid, es gibt gerade einen Notfall auf der Arbeit. Auf der Arbeit? Am Sonntag? Ja, ich weiß auch nicht. Meinte der Chef hat irgendwie einen Schlachterunfall gehabt. Ich muss auf jeden Fall dringend los. Ich glaube ihm. Es tut mir leid, ich melde mich bei dir. Ich muss jetzt los. Du siehst ein sehr enttäuschte Isabel. Ja, mein Gott. Überzeugen oder Charme? Ja, dann doch eher überzeugen. Ja, Lügen gibt's ja nicht. Ja! Oh. Na gut, Schatz. Sie drückt dir noch einen Kuss auf den Mund. Ja, ich umarme sie und renne los. Pass auf dich auf. Ja, natürlich. Damit rennt ihr dann zu dritt, 2 Blocks weiter. Da steht auch schon besagter Joe mit seinem Wagen. Ein bisschen nervös, springt rein und düst damit zum Hauptquartier der Porter aus Six Gang, wo, wie gesagt, schon 2 andere Autos stehen. Eine ganze Horde weiterer Mitglieder der Gang, sodass er insgesamt auf ein Dutzend kommt.
Francesco, du stehst da. Genau. Etwas verspätet kommt halt der Wagen mit den Vieren, unter anderem Falcone. Na gut, heute ist Sonntag, da kann man es etwas ruhiger angehen lassen, wenn man zu einer Schießerei will. Also, diese andere Gang da oben am jenseits des Ufers hat uns angegriffen. Wir fahren jetzt rüber und zeigen denen, dass man das mit uns nicht machen kann. Alle dabei? Natürlich. Klar, Boss. Wie stellst du das vor? Was soll man mitnehmen? Ja, Maschinenpistolen, Pistolen, uns, das Auto, das andere Auto. Das volle Programm, okay, klar. Naja, keine halben Sachen. Mal kurz, off-topic. Du willst jetzt die angreifen, von denen wir keine Beweise haben. Erinnere ich mich da richtig? Ja, völlig. Der erste Boss. Wir sind von der Nachbargang. Und wer würde sonst bei uns irgendwie Ärger machen, wenn nicht irgendwie ein Nachbargang, die unser Gebiet übernehmen will? Völlig logisch. Außerdem, wenn wir nichts tun, sind wir hier bald unten durch. Kann ich dich mal kurz sprechen, Francesco? Ja. Ja, dann nehme ich mal Francesco zur Seite. Ja, die anderen sind ja so gut beschäftigt, rennen ins Hauptquartier, schieben irgendwelche Kisten weg, holen aus dem Versteck am Boden die ein oder andere Waffenkiste raus, munitionieren auf. Entschuldige mich, falls es jetzt etwas plötzlich kommt, aber bist du total wahnsinnig? Nein. Weißt du, was du hier gerade tust? Denke schon. Du fängst einen Krieg an mit der Nachbargang ohne irgendwelche Beweise. Wer soll es denn sonst gewesen sein? Was weiß ich? Es könnte jeder gewesen sein. Warum sollte es ausgerechnet die sein? Du machst es nur schlimmer. Willst du meine Autorität in Frage stellen, oder was? Was ist nur los mit dir? Hör zu. Die Jungs haben irgendwie so die Meinung, dass wir hier nicht hart genug durchgreifen. Wir müssen ihnen einfach mal zeigen, dass ich hier wirklich der Boss bin. Sonst machen die irgendwann, was sie wollen, machen ihre Privatarmee auf oder ihre Privatgang oder gehen zu anderen Gangs. Ja, oder sie sterben in irgendeinem sinnlosen Krieg jetzt. Das ist das Berufsrisiko hier. Ich fasse mir an den Kopf, relativ fassungslos. Du machst damit alles nur schlimmer. Hast du eine bessere Idee? Die Füße stillhalten, Informationen suchen. Was haben wir in den letzten Wochen gemacht? Informationen gesucht. Ja, na und? Nichts. Und die Konsequenz daraus ist, einen Krieg anzufangen? Mit irgendjemandem? Gab schon nichtigere Anlässe. Ich lauf zwischen die beiden rein und ruf so, Francesco, ich brauche noch Magazine für meine Tommy. Wo sind denn noch welche? Ach, was weiß ich, frag den da. Der hat ja wohl offenbar welche gefunden. Da deutet zu einem, der schon mit einer Maschinenpistole rumläuft. Gabriele. Mhm. Ja, komm, Jacopo. Hier, fang. Ja. Wir könnten auch wieder bei den Chinesen vorbeischauen, wenn ihr das lieber ist. Mir wäre lieber, wenn wir hier jetzt nicht alle gegen uns aufwiegeln. Wegen nichts. Tja, aber deshalb bin ich halt der Boss und nicht du. Noch was? Wir werden dann soweit. Okay, ich komm. Ja, da Falcone mich offenbar gerade nicht geschlagen hat, wie ich erst vermutete, gehe ich zum Auto. Geschlagen. Erschlagen? Oder was hattest du vor? Einen Bruderkuss, oder? Jacopo. Ja. Ich stehe gerade vor einem Dilemma. Mein Charakter wird was tun, was ich als Spieler nicht gerne tun wollen würde. Also ich bin voller Enthusiasmus, muss ich ganz ehrlich sagen. Der erste große Einsatz, ich kriege eine Tommy, alles ist gut. Ja. Und dann eine schicke Karre kommt um die Ecke gebogen. Mhm. Und in einem cremefarbenen Anzug mit passendem Hut steigt Luigi aus und kommt auf euch zu. Hey Luigi, bist du doch noch gekommen? Ja, klar doch. Was liegt an? Nun, wir zahlen es den Jungs von drüben heim, nachdem sie unser Etablissement verwüstet haben. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Hm. Importgirls? Jupp. Ja, verdient haben sich auf alle Fälle meine Abreibung. Ja, aber jetzt ist es so klug. Was weiß ich? Ich bin neu als Boss. Hm. Da hast du allerdings recht. Naja, du bist der Boss. Du wirst wohl wissen, was du machst. Ja. Hey, Jacopo. Ja? Gib mir mal die Tommy Gun. Ja, hier. Er schnappt sie sich. Lädt sie kurz durch und steigt ins Auto. Ja. Ich gehe zu irgendeinem anderen, hau ihm gegen die Schulter und nehme ihm seine Tommy Gun weg. Bist du immer noch der Fahrer deines eigenen Wagens oder jetzt, wo du der Boss bist? Kann jetzt schon jemand anders hier fahren? Okay. Ja, ich kann fahren. Okay, dann setz dich mich irgendwo auf den Beifahrersitz. Hey, Jacopo. Ja, Falcone? Komm mal her. Okay. Ich nehme den Tommy Gun weg und steck ins Auto. Ich warte ja nur, dass die Kugeln bei mir einschlagen. Ich hasse euch, wirklich. Ja, dann, ich habe ja noch irgendeine kleine Waffe, dann schaue ich ein bisschen enttäuscht auf die Waffe und steck ins Auto. Mein Tag wird kommen. Wir werden schon noch sehen. Ich werde Ihnen zeigen, wozu ich gemacht bin.
Arschlöcher. Ja, und stecken zurück. Und damit braust du dann auch los, quer durch die Straßen von Chicago, jenseits des Flusses. Wo fährt er hin? Ja, für den Portgans. Wir haben ja, glaube ich, letztes Mal irgendwie, also das Hauptquartier, wo das Hauptquartier von denen ist, wissen wir ja ungefähr. Ne? Also das ist so. Es kann auch ein anderer Club von denen sein oder irgendeine Einrichtung, die gleichwertig ist zu unserem Club, der da verwüstet wurde. Also die stehen ja nicht unbedingt in den gelben Seiten. Ja, das Thema hatten wir beim letzten Mal schon. Unser Hauptquartier war anscheinend bekannt genug, um dort einen LKW drin zu versenken. Bisschen kennt man sich doch aus in der Gegend. Bisschen kennt man sich, ja, ein bisschen kennt man sich. Vor allem, wenn es direkt auf deiner Flussseite ist, wo wir auch gerade die Brücke haben, wie ich sehe, vom Hauptquartier aus. Echt, unser Hauptquartier liegt beschissen, muss ich sagen. Tja. Strategisch günstig. Genau, wir müssen den Brückenkopf verteidigen. Kann halt nicht alles haben. Also, Falcone hört sich so an, als wäre für ihn der Abend schon gelaufen. Also, für irgendjemanden ist der Abend gelaufen. So viel ist sicher. Jetzt sei doch mal enthusiastisch. Irgendjemand stirbt heute. Auf jeden Fall stirbt heute jemand. Da seid ihr also, plus Luigi und 8 weitere. Ich werde also sterben, das ist so. Mehrere Chancen, das Ereignis zu verhindern. Und 2 Leute mit Tommy Guns da, die es nicht wollten, glaube ich. Ja, ihr könnt euch mal auf die Fahrzeuge verteilen, so wie ihr das gerade haben wolltet. Alle sind schweigsam, beschäftigen sich mit dem, was vielleicht dann gleich kommt oder auch nicht. Ihr nähert euch dem euch bekannten Hauptquartier der Portgals im Hafengebiet. Es ist ähnlich wie ihr, habt auch eine Lagerhalle, 2-geschossig. Und so, jetzt kann ich ein bisschen was aufdecken, weil, wie gesagt, ich habe ja ausnahmsweise mal was vorbereitet. Von der Straße aus seht ihr ein etwas zurückliegendes Lagerhaus. Davor parkt ein Lastwagen. Das Lagerhaus hat 2 große Tore zur Straße hin. Also davor ist ein kleiner Hof, wie gesagt, da steht der LKW gerade. Beiden Tore sind geschlossen. Links vom Gebäude führt ebenfalls eine kleine Gasse nach hinten. Rechts vom Gebäude ist eine größere Lagerhalle, die aber niedriger ist. Sie ist also nur eingeschossig angebaut. Das heißt, einen Trupp um das Gebäude herumschicken und einen Trupp, ja, der irgendwie auf das Nachbargebäude geht und von oben quasi Rückendeckung gibt, ne? Ach, so viele Leute sind ja dann auch wieder nicht. Ich würde sagen, Falcone, du nimmst deine beiden Jungs und gehst hinten rum. Und wir anderen sind höflich genug, den Vordereingang zu nutzen. Okay. Steigen wir mal aus. Mhm. Ja, dann pfeife ich mir mal Ulf und Zwölf an die Seite. Oh. Gott. Viel zu viele Taugens. Ich kann meine Figur nicht mehr bewegen. Schön doof. Ah, Gott, Engelit. Soll ich dich mal wieder aus dem Schatten rausholen? Ja, bitte. Ach, danke. Luigi kriegen wir weiterhin nicht mit. Was ist, wenn wir ein Auto da quer hinstellen? Also hier, ich kann nicht Punkte machen, hier daher da quer hinstellen, damit man quasi die, falls jemand von hinten rauskommt, dass das quasi ein natürliches Hindernis ist? Fragezeichen? Ja, kann man machen. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, wo jetzt die Eingänge sind hinten. Ja, das werden wir schon noch sehen. Oder? Die schwarzen? Also so wie ich das jetzt aufgedeckt habe, ist etwa dann die Wegführung. Jacopo, schau doch mal im Laster, ob der Schlüssel steckt. Ja, mach ich. Und dann kannst du durch die Tür reinfahren. Von den Profis lernen. Steckt der Schlüssel? Ja, es steckt ein Schlüssel. Yay. Das heißt, ich kurbel das Ding an. Einmal was zu unserem Gunsten. Das kann nur schief gehen. Hau den Rückwärtsgang rein. Wahnsinniger. Gott, das ist mein Tag. Und ja. Krach mit dem Ding in den Rückwärtsgang. Alles klar. Das wolltest du immer schon mal machen, ne? Okay, also im Rückwärtsgang brettert Jacopo mit dem Laster der Portgals rückwärts in das Lagergebäude. Das zerschmettert das geschlossene Holztor und spätestens jetzt dürfte eure Anwesenheit nicht mehr unbemerkt geblieben sein. Okay, Jungs, rein, lasst ein paar übrig. Schießen wir? Ja! Moment, Jacopo. Ja? Erstens bist du gerade noch beschäftigt mit Rückwärtsfahren, okay. Und zweitens, wie du siehst, ist an der Fahrerseite jetzt kein Ausstieg möglich. Wie? Ich muss genau da stehen bleiben? Es könnte auch sein, dass ich so stehen würde. Was macht Falcone mit seinem Trupp? Hinten umgehen. An die Tür. Ist das hier die Tür? Nein, das ist eine Feuerleiter. Oh, okay. Wäre auch cool eigentlich von oben runter. Ja, dann sage ich, Gabriele, zeig auf die Leiter. Gabriele macht sich also auf zur Feuerleiter, hängt sich seine... Nee, Daniele. Daniele und Leonardo, oder? Daniele klettert die Leiter rauf, also hängt sich seine
seine Shotgun über die Schulter und klettert die knarzende, rostige Feuerleiter nach oben. Also Jacopo, du kannst vielleicht die zwei dann auch gleich irgendwie steuern, damit wir nicht ganz so in Langeweile kommen. Francesco schnappt sich dann den Rest. Mhm. Aber er versperrt jetzt wirklich die komplette Einfahrt. Ja, so wie er stehen geblieben ist. Achso, ich könnte aber ein bisschen aufdecken. Ja, aber es ist eher ein zweites Tor noch. Also ist ja nicht so. Ja, aber das ist ja auch noch zu. Also entweder kommst du wieder raus oder du fährst weiter rein. Das üben wir noch. Gott. Für das erste Mal gar nicht schlecht, du bist durch die Tür gekommen. Und wenn man das dann irgendwie wieder freigibt, das lernen wir. Ja, mir gefällt das jetzt trotzdem mit dem in der Tür stehen bleiben. Das ist schon ganz okay. Das hört sich nach einer machbaren Herausforderung an. Ich bin auch schon am Überlegen, ob ich einfach gleich meinen Revolver ziehe und durch die Fenster zum Schießen anfange. Baller einfach auf alles, was sich bewegt. Das wäre in erster Linie mal wir. Ich teste mal, ob das andere Tor offen ist, wenn Jacopo darauf besteht, da oben zu stehen. Also es ist zu, aber es hängt kein Vorhängeschloss dran. Ja, ich zieh's mal auf. Es wackelt, es knarzt, es lässt sich öffnen. Dann ist es jetzt offen und wir sehen was. Ich kletter währenddessen auf der Beifahrerseite raus. Das müsste ich direkt ausgehen, ne? Ja, ausnahmsweise. Naja, schau ja mal, das ist ja die... Da, bis daher ist die Motorhaube, also ist schon so, dass die Tür aufgehen müsste eigentlich. Auf der anderen Seite sehe ich sie ein, weil da sind die Kisten. Mhm. Aber auf der Seite müsste ich rauskommen. Ich luke hier um die Ecke. Falcone hat sich einmal hinter das Gebäude begeben, beziehungsweise an die Seite. Du kannst hinten rumschauen. Du blickst auf den Kanal, auf der anderen Seite die Rückseite vom Gebäude. Auch da befindet sich ein recht großes zweiflügeliges Tor. Gut, jetzt habt ihr alle zumindest ein paar Aktionen gehabt. Mal gucken, was ich denn dann jetzt daraus mache. Du jagst jetzt die Lagerhalle hoch. Oh ja. Mit deinem vorher plantierten Sprengstoff. Genau, die habe ich nämlich exakt da unten in der Ecke. Einer, dann stehen hier die ganzen Fässer und hier in der Kiste ist auch einer. Und dann hat das Ganze sich erledigt. Nein. Das ist dann der Game of Thrones Weg, um Subplots zu beenden. Genau, das war mir jetzt alles sowieso ein bisschen zu langweilig. Und dann. Ich dachte, du wolltest Königin werden. True. Okay, dann schauen wir mal. Oh, 83 klingt gut. Also von der linken Seite her ist leider nicht korrekt eingenordet, obwohl doch, die ist eingenordet. Also von Westen her kracht ein Schuss durch eine Scheibe. Nämlich im hinteren Bereich ist abgemauerter Bereich. Zwei Fenster, die in Richtung Jacopo und Francesco rausschauen. Scheint sowas wie ein Büro oder irgendwas zu sein. Von daraus wird geschossen. Es kracht, es spritzt eigentlich seinen Staub links von Francesco auf. Der Schuss ist also da irgendwie in den Boden gegangen. Seht es als Warnschuss. Kannst du mir nochmal sagen, was das für Türen sind? Metall oder Holz? Holztouren. Massivholz oder Sperrholz? Nee, das ist dann jetzt halt schon eher Massivholz. Alles klar. Dann machen wir der Reihe nach Jacopo. Ja, also als ich den Schuss höre, ducke ich mich sofort hinter dem Lastwagen. Hinter der Fahrerkabine weg und ziehe meine Waffe. Ah nein, die habe ich eigentlich eh schon in der Hand. Und versuche so halt hinzulugen und zu schauen, ob ich sehe, woher der Schuss gekommen ist, beziehungsweise ob ich denjenigen sehe, der geschossen hat. Du kannst ihn nicht sehen, du kannst aber den Punkt insofern lokalisieren als von da hinten irgendwo, ne? Viele Möglichkeiten gibt es hier ja nicht. Ja, ja. Francesco? Das sind hier doch relativ dünne Wände oder sowas, oder? Da, wo der eine sich versteckt hat mit seinem einen. Es ist gemauert. Es ist Ziegelmauer, Wand. Ja, noch Ziegelmauer. Mhm. Ich dachte, die guten alten amerikanischen Holzwände, wo alles durchgeht. Ich rufe, ergebt euch und schießt euch uns an, dann passiert hier nichts. Wirklich? Geh ein bisschen vor. Echt? Also das wird sogar mir zu radikal. Wenn ich den Schuss höre... Der ist nicht zu überhören, ja. Gehe ich natürlich mit der Waffe voran um die Ecke und hinter die Tür. Hier ist doch bestimmt so ein Spalt, oder? Kann man da so durchgucken. Na gut, ist ein Spalt. Da sehe ich jetzt nur... Ja genau, das siehst du. Richtig. Du siehst, dass von vorne irgendein LKW in Trümmern da liegt. Francesco
auf freiem Gelände durch die Halle marschiert, während die anderen sich irgendwie in Deckung begeben haben. Ja, dann möchte ich mal die Tür hier anziehen. Im Sinne von öffnen, oh. Ja? Ja, dann winke ich mal die hinter mir ran. Und dann zieh deine Gefolgsleute mal ran. Luigi gesellt sich auch dazu. Und warte mal, was jetzt passiert. Mhm. Ihr denkt dran, eure Schergen dann auch immer zu mitzubewegen. Mhm. Zwei Leute vor mir, dann habe ich zwei Schüsse. Und was macht denn meiner hier? Der ist nicht faul, der antwortet auf Francescos Aufforderung. Der ergibt sich, legt sich am Boden. Ja, klar. Er sagt, oh, ich wollte immer schon mal. Nein, er schießt ein zweites Mal, aber er schießt, warum auch immer, ein zweites Mal daneben. Diesmal landet die Kugel dann eher zu Jacopos Füßen. Es spritzt also ein bisschen Staub vom Boden auf, aber da passiert nicht mehr. Meine Güte, das Glück ist mit den Dummen. Ich gehe also noch weiter voran. Ihr hört aber noch ein klassisches metallisches Nachladen und Getrappel über euch. Dann wäre Jacopo wieder dran. Ich ziele mit meinem Revolver in die Richtung, aus der der Schuss gekommen ist. Da stehen aber und zwei deiner Schergen noch vor, ne? Naja, aber... Die bedeuten ja niemandem was. Na, aber man kann da schon vorbeiziehen, oder nicht? Ja, kann man. Muss man dafür mit Abschlägen rechnen, oder kann man das einfach? Ja, ich würfel einfach mal. Hey. Bam, bam. Bam, bam. Dein erster Schuss ist ein extremer Erfolg. Du verursachst 1W10 Schaden. Okay. Alter, Kopfschuss. Die Dummen haben manchmal noch Glück gehabt. Das ist unglaublich, ja. Im wahrsten Sinne des Wortes. 10 Trefferpunkte verpasst und du wirst ein irgendwas dumpf aufschlagen auf dem Boden. Bump. Kein Schreien, kein nix. Einfach nur bump. Francesco. Das habt ihr jetzt davon. Ich lauf nochmal hier rüber und werf im Verlaufen einen Blick da um die Ecke. Könntest du bitte anfangen, so die Worte, ich ducke mich, ich suche Schutz oder so in deine Aufzählungen mit einzubauen? Nein. Okay, gut, also ihr habt schon über einen neuen Charakter gesprochen. Sie, okay. Nein, noch nicht. Einfach nur, dass ihr gerade etwas irgendwie in anderen Sphären schwebt. Okay. Immerhin, ich bin jetzt hinter der Ecke, oder? Ja. Aber wie gesagt, ich wollte gerne sehen, was hier oben so ist. Kisten. Jede Menge Kisten. Mhm. Was machen deine Handlanger? Die würden dann jetzt vermutlich etwas vorsichtiger hinterherkommen, da um die Ecke linsen, hier etwas nachrücken von hinten. Wenn der hier dann feststellt, da vorne ist ja gar nichts. Oder ist hier noch irgendwas zu sehen, wie Türen, Treppen oder sonst irgendwas? Stopp, der ist Jacopo. Das ist einer von meinen. Ah, einer von deinen. Oh, Verzeihung. Die mit Rot und Orange sind meine. Okay, Falcone, du hast einen zweiten Schuss gehört. Nee, einen dritten sogar. Ja, dann gucke ich mal hier so langsam jetzt in die Halle rein, mit der Waffe voran. Du siehst, dass Francesco nicht weit von dir weg ist. Ja, dann gehe ich mal zu der nächsten Tür und mach die auch mal so. Du machst das Tor ganz auf. Ja, sodass man zu beiden Seiten Deckung hat. Dann sag ich, hier, da, Leonardo, pass auf den Gang auf. Steht er sich halt so hin und guckt in den Gang. Daniele ist derweil schon ein gutes Stück weiter nach oben gekrabbelt. Auf der rechten Seite sieht er das erste Geschoss. Mhm. Ja, aber nicht mehr. Aber schwarz. Ja, der Daniele ist ja noch nicht ganz oben, ne? Ist ja auch nur draußen an der Mauer, genau. Was ich auch übrigens noch mache, ich rufe ihn zu. Ich glaube, da oben sind noch mehr. Sicher. Ich habe das Fußgetrabbel auch gehört. Schnauze, ist Daniele. Zu Jacopo. Okay. Gut. Mann. Eine 91 jetzt gehört. Also es wird immer noch schlimmer, obwohl gleich bin ich rund. Die nächsten sind dann wieder sehr gut. Also wenn ich über die 100 drüber komme, dann geht's wieder bei. Also, na gut. Ihr hört ein Rattern einer Maschinengewehrs. Klassischer Sound einer Tommy Gun. Und zwar kommen die Schüsse aus dem Büro raus, durch die leicht geöffnete Tür. Das heißt, etwa in dem Bereich schlagen überall Kugeln ein. Zwischen Falcone und Francesco, die ja noch in Deckung stehen, aber die Mauern ringsrum, da platzt überall jetzt so ein bisschen Stein ab, Holz splittert runter. Auch die Treppe, die dort nach oben führt, zeigt einige Schusslöcher auf. Okay, also die Schüsse kommen noch immer vom gleichen Stockwerk aus. Mhm. Im Inneren der Halle sieht man keine Treppe nach oben. Oh ja, das ist eine Treppe nach oben, ne? Ja, das ist eine Treppe nach oben. Okay. Ja, das ist nun nicht sehr schlau, wenn man sich da jetzt hinbewegt, wenn der gerade von drinnen reinschießt. Ach, mach ruhig. Was machst du? Ich mach was? Ja, no, wir sind ja wieder rund. Ich lauf geduckt hierher, oder hier besser hierher, und versuch von unter dem Fenster in das Büro reinzulugen.
Okay, du läufst erstmal nur darüber, ja. Und die folgen dir, wie ich gerade feststelle. Okay. Nur zur Info, da ist auch ein zweites Fenster. Okay. Ja, dann versucht er, also dann lugt er halt in das Fenster rein. Aber wir sind so geduckt, dass wir unter der Scheibe bleiben und unter dem Fenster bleiben. Mhm. Wobei, dann müsste er sich theoretisch da auch irgendwie eher an der Wand halten, weil er nicht will, dass man ihn von hinter dem Fenster sieht. Geht das? Oder sollte er eher da dazwischen sein? Ja, das geht. Das geht. Du kannst dich unter dem Fenster durchducken. Okay. Passt. Ist er hier? Francesco, du stehst vor dem Eingang zu dem Vorarbeiterbüro oder was auch immer das ist. Und da kam eben jede Menge Patronen raus. Ja. Jetzt Kuppel. Aber gerade nicht mehr. Also, wie man das aus dem Film kennt, mit dem Rücken zur Wand hier stehend, dann in die Tür reindrehend, eine Salve abgeben und dann wieder mit dem Rücken an der Wand landen. Na gut. Hast du vor kurzem Max Payne gespielt oder so? Was für einen Fertigkeitswert hast du auf Fernkampf? Dann hätte er sich seitlich geworfen. Ja, stimmt. Ja. Und das wäre alles in Zeitlupe. Schauen wir mal. Nicht genug, wie es aussieht. Ja, okay. Wir brauchen uns also nicht drüber unterhalten. Ja, langsam. Also, du hast einen Fertigkeitswert von 28. Das heißt, jeder Kugelhagel, jetzt sind wir nämlich wieder dabei, hat 3 Schuss. Wie viel Schuss willst du abgeben? Maximal 20. Naja, so 10. Gut, also du gibst 4 Kugelhagel ab. 3 oder 4? 3 sind 9, 4 sind 12. 4. 4. Der erste war ein Fehlschlag. Dann würfel nochmal. Ach so. Der nächste ist dann mit Strafwürfel. So, ist dann auch. Ja, okay. Langsam wird's. Fehlschlag. Okay, es geht alles. Du bist ja schließlich nur Anwalt. Du bist tatsächlich nicht Max Payne oder Co. Ne? Und wenn da immer die Möglichkeit besteht, dass man da vorbeischießt in dem kleinen Raum, dann ist das ja auch in Ordnung. Ja, es geht alles in die Decke und seitlich ab. Es geht durch die Scheiben durch. Es war kein kritischer Fehlschlag dabei. Ne, dann haben wir Glück gehabt. Leider nicht. Aber Jacopo und seine beiden Jungs merken, wie Glassplitter überall runter rieseln. Ihr könnt dadurch nicht identifizieren, wer da geschossen hat. Aber irgendwie fliegen da auch Kugeln in eure Richtung aus dem Büro raus. Ich könnte mal ein irres Gelächter dazu ausstoßen. Was machen deine 4 anderen? Ja, wir können jetzt langsam mal bis hierhin vorrücken. Falcone hat einen sehr merkwürdigen Einsatz von Francesco gesehen. Ja. Seine Tanzfertigkeiten sind vielleicht nicht ganz so falsch, aber seine Schießfertigkeiten reichten nicht aus. Was machst du? Habe ich hier richtig ein Fenster gesehen? Da hast du richtig ein Fenster gesehen, ja. Dann sage ich, Leonardo, gib mir Deckung. Und dann würde ich mich mal hier langschleichen wollen, geduckt. Geht das? Klar. Also du gehst einmal wieder um die offene Tür rum, an der Mauer entlang und schleichst da bis zu dem Fenster hin. Dann würde ich da mal reinlinsen. Mhm. Hoffentlich unentdeckt. Da drin ist, hat sich hoffentlich wenigstens zu Boden geworfen oder so. Du siehst in dem Raum einen schweren Schreibtisch, ein paar Regale mit Akten oder sowas an der Rückwand. Und hinter dem Schreibtisch hat sich jemand mit einer Tommy Gun verschanzt oder wie auch immer. Mich hat er noch nicht gesehen. Nö, du bist ja in seinem Rücken quasi. Kann ich jetzt noch was machen oder? Nee, du bist gerade gegangen, das wäre deine Aktion. Mal gucken, Luigi. Ja, kein Problem. Luigi blickt auch um die Tür rum, sieht aber nichts, wo er drauf schießen könnte, von daher... Nee, gut. Ja. Nimm doch nochmal den Laster. Wer hat den Einsatz geplant? Unser Profi. Ja. Hat keiner was geplant. Ja, hat einfach gemacht. Gut, 32 ist nicht gut. Nein, 32 ist nicht gut. Also es rattert wieder die Tommy Gun. Das erste Mal war schon mal erfolgreich. Das zweite Mal war nicht erfolgreich. 5 Kugeln kommen aus der Bürotür rausgeschossen und finden irgendwo ein Ziel. Da ist aber so richtig keins. Ja, versuch dich da jetzt mal rauszureden. Das sind doch genug Ziele hier. Hab extra nach der Wand gefragt. Ziegelsteine, hast du gesagt. Ja, aber die Tür nicht. Was eigentlich mit Daniele? Ist der schon oben? Ja, den schicke ich gleich hoch. Okay, also es zersplittert die Bürotür. Querschläger. Ja, da sind ein paar Querschläger. Also Francesco, nimmst mal 2 Trefferpunkte und wo ist der andere hier? Der kriegt auch 2 abgezogen. Und Daniele,
Der ist auf dem Dach. Was sieht er denn? Ein Dach. Drumherum vielleicht noch ein paar Dächer. Mehr nicht? Nix zum Einsteigen? Wenn er der Weihnachtsmann wäre, könnte er vielleicht... Das Recht ist jetzt der zweite Stock und das ist das Dach? Das Dach vom Nachbargebäude. Das ist ein bisschen tiefer, weil das, wo ihr drin seid, ist hat ein Stockwerk mehr. Das heißt, von oben kann er jetzt alles so überblicken. Er kann nur nicht ins Gebäude reinschauen, aber er sieht das Dach vom Nachbargebäude. Und da steht er jetzt drauf. Na gut, wir haben einen von der Gruppe getrennt und er ist vollkommen nutzlos. Abwarten. Ja, stimmt. Zumindest kann er noch davonlaufen und einer von uns braucht sich keinen Charakter generieren. Das ist super. Dann gebe ich mir jetzt nochmal ein 100er. Was machen wir damit? Ich sag ja, jetzt kommen meine guten Würfe hier. Eine 6. Von oben herunter wird geschossen. Aha. Ist der schwarze Strich neben der Treppe eine Wand oder nur das Treppengeländer? Das ist mehr wie das Treppengeländer. Das ist keine Wand. Ich wollte nur klar machen, wo man die Treppe rauf kann. Nämlich hier geht man rauf. Also von daher wird von hier geschossen. Das hat gerade Leonardo ins Jenseits befördert. Nein! Das ist ich mit der ganzen Zeit. 12 Trefferpunkte, genau. Jacopo, über dir rieseln die Glasscherben. Ja, ich versuche durch das Fenster durchzulugen und abzudrücken auf denjenigen, der dahinter steht. Also so quasi kurz raufschauen, Pistole über den Fenstersims abdrücken und wieder runter. Okay, gebe ich dir aber dann einen Strafwurf, weil es halt nicht gezielt ist. Genau. Ja, passt. Ja, hätte auch so nicht gepasst. Jetzt hat sich das Verhältnis umgekehrt. Jetzt sind meine Würfe gut. Aber, na, das sage ich jetzt nicht. Der schlechtere Wurf ist ein 100er. Ja, so ein Patzer. Ja. Du möchtest, dass ich die Kugel auch abprallen lasse, ja? Nein, eigentlich nicht. Die prallt von meinen stahlharten Muskeln ab. Um Gottes Willen. Querschläger und trifft deinen Nachbarn, genau. Obwohl, es ist ein 100, ne? Ah, das ist ja noch... Ja gut, Ladehemmung, ne? Also theoretisch wäre es eine Ladehemmung, aber jetzt heißt das, deine Pistole, die kennt ja eigentlich keine Ladehemmung. Es hat nicht geknallt, es war ein Fehlzünder. Die Kugel ging nicht los. Klick. Okay. Ihr hört alle ein Klick. Schwarzpulver ist nass geworden. Ja. Das war mein Klick. Das war, genau, wissen die anderen nicht. Was machen deine Schergen? Meine Schergen machen ebenso. Der obere versucht auch durchs Fenster durchzuschießen. Was hat der für eine Waffe? Na, ich glaube, es haben alle außer ich eine Tommy, oder? Ja, dann geht ein 100er. Wobei das auch mit Strafwurf, weil es ist so ein bisschen sperrig dann, ne? Okay. Das heißt, ich muss zweimal würfeln. Du hast ein W00 geworfen. Ach so. Das wäre schon mal ganz gut, aber... Nein, so. Ich habe mich vertippt. Eben. Ein W00. Aber jetzt... Jetzt hast du dich nochmal vertippt. Ich darf nicht W. Ein D100. Immer noch ein D würfen. Ja, das ist ganz gut. Und nochmal. Oh. Das ist nicht gut. Okay, da rattern also auch einige Kugeln. Zwar durch die Scheibe. Bei Falcone rieseln vielleicht jetzt auch ein paar Glasscherben runter. Okay. Wir schießen uns vielleicht gegenseitig alle. Jetzt hast du noch deinen zweiten Handlanger. Ja, der schmeißt die Granate rein. Ja, nee, ist schon klar. Verstehe, man muss es mal versuchen. Molotov-Cocktail? Nein, okay. Ja, der versucht auch dasselbe, mit seiner Tommy da reinzuschießen. Mhm. 51 reicht nicht. Okay. Noch mehr Scherben bei Falcone. Du spürst, wie die Wand vibriert. Ja, ich so drüber weg. Francesco. Ja, sehen wir hier oben jemanden am Ende der Treppe? Von deiner Perspektive aus nicht, nein. Von meinen Schergenperspektiven? Noch weniger. Nee, noch weniger. Die stehen noch ungünstiger. Ah, ja, gut. Dieser Scherge hier, ich bedeute ihm, dass er reinschießen soll, in der Hoffnung, dass er das besser kann als ich. Also er dreht sich da kurz rein, schießt auf den da hinten 3 Kugelstöße und versteckt sich dann wieder hinter der Wand. Also die haben alle 50% Chance. Ja, von daher. Ja. 1D. Ja, da fehlt noch eine D vor. 1D 100. Ach. Eine 100 werfen ist einfach. Das kann jeder. Das passt. Da gehen also 5 Kugeln schon mal rein. Dann gib mir mal den Schaden, den du machst. Das ist ein W10 plus 2. So, da der aber hinter einem schweren Schreibtisch hockt, gehen da nochmal 2 von weg. Bleibt also ein Schadenspunkt übrig. Ja. Aber er ist abgelenkt. Das heißt, Time for Falcone. Als ob. Ich bin da weg. Es ist Zeit für Heldenmut. Was machen die anderen?
Was macht Francesco Selbo? Da kann vermutlich innerhalb einer Runde immer nur einer durch die Tür schießen, oder? Ja, das würde ich mal so sehen, genau. Also bei Jacopo ging es, weil es zwei Fenster sind, aber an der Tür, das wird schwierig. Die anderen, die sichern halt hier jetzt nach oben halt so ein bisschen ab, falls da jemand die Treppe runterkommt und ich genauso. Dann Falcone. Ja, ich sehe, dass da Leonardo abgeknallt wurde und wird mal hier hinrennen und dann aus der Hocke mal um die Ecke gucken. Und vielleicht auch schießen, wenn ich darf. Würde ich dir aber mindestens einen Strafwürfel geben, von unten rauf, schräg. Du siehst tatsächlich was, aber es ist mehr so, du siehst die Beine von irgendjemandem da oben. Ja, okay. Nee, reicht nicht. Also auch da gehen, du hast auch die Tommy Gun, ne? Genau, drei Kugeln sind weg. Es sei denn, du willst noch mehr schießen. Dann hättest du jetzt beim nächsten zwei Strafwürfel. Ja, nee. Lass mal. Okay. Ich gehe wieder in Deckung. Was macht Daniel? Der steht oben auf dem Dach. Keine Ahnung. Er kann ja nicht viel machen, oder? Außer zugucken. Mhm. Oder was ist das hier für eine Hand? Das ist die von dem Gegner. So machst du das, ja. Okay. So, jetzt ist er weg, die Hand. Also rechts ist erster Stock, ne? Es ist sehr verwirrend hier mit den zwei Bildern. Ja, er guckt hier runter oder so. Mhm. Behält dich im Visier. Ach, gib mir Deckung. Luigi. Was macht der? Hat auch kein wirklich geeignetes Schussfeld. Er könnte es genauso. Ach komm, der probiert's auch mal. Ich glaube, das reicht nicht. Nee, das reicht auch nicht. Also Luigi macht da auch nichts. Dann sind wir wieder bei Jacopo. Bei mir. Nee, stimmt gar nicht. Halt, halt. Die Gegner dürfen ja auch was machen. Ach, Mist aber auch, ne? Also, dann schießt erst nochmal derjenige, der da oben steht. Hat er wen im Visier? Er könnte auf Falcone ansetzen. Das macht er auch. Er versucht Richtung Falcone. Da treffen dann auch 2W6 plus. Hinter der massiven Steintür. Holztür. Ja, du hast dich aber auch vorgebeugt zum Schießen, halt, ne? Da bin ich wieder zurückgegangen. Du bist tot. 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 Nee. Er hat ja Deckung. Also von daher, die gestehe ich ihm ja. Also im Gegensatz zu Leonardo, der stand ja völlig frei. Ist Falcone da schon unter Deckung? 4. Das tut trotzdem weh. Das tut trotzdem weh, genau. Das tut trotzdem weh. Das ist nicht gut. Also im Büro vernehmt ihr Schritte. Damit ist es wieder an Jacopo. Ja, ich versuche einen beherzteren Schuss. Ich nehme ein bisschen mehr Mut zusammen, lehne mich. Also spring nicht nur auf, sondern steh auf, lehne meine Hand gegen das Fenster, sodass ich eine Auflagefläche habe und schieß dann. Du siehst, dass derjenige sich Richtung Tür bewegt hat. Mhm. Er ist also jetzt nicht mehr hinter dem Schreibtisch in Deckung, sondern bietet hier ein ganz gutes Schussfeld. Okay, ja, dann schieß ich. Ja, dann schieß. Nein! Kannst du nochmal schießen? 50 statt 40, ja, du kannst nachher nochmal... mit einem Strafwurf kannst du dann nachher nochmal dran gehen. Deine beiden anderen? Meine beiden anderen, würde ich sagen, der hintere, also der beim zweiten Fenster, schießt auch. Muss der wieder Strafwurf mit Tommy? Ja, den würde ich mit Strafwurf immer noch sehen. Okay. Dann passt es nicht. Dann passt es nicht. Wäre schön gewesen, aber reicht nicht. Und mein zweiter Freund versucht sich hierher zu bewegen, um da nach oben. Wie weit würden der wird's nicht die Treppe raufschneiden, der wird auch nicht die Treppe rauflaufen. Nee, also du kannst die Treppe rauflaufen, aber da wirst du irgendwo mitten auf der Treppe erschossen, ja. Ja. Okay. Ja, dann versucht er da irgendwo, wo er sich noch unter der Treppe wegducken kann, versucht er sich da zu positionieren. Also so, dass ihm die Treppe noch Deckung bietet. Francesco. Ja, da er das eine viel besser kann als ich, soll mein Kollege hier der nochmal da reinschießen. Der wird aber feststellen, dass das Ziel jetzt hinter der Tür wohl sein muss. Hat also kein freies Schussfeld. Ja, ist hinter der Tür, ja? Mhm. Holztür. Ja. Ah, so eine Holztür ist doch wunderbar zu treffen. Und so massiv wird er nicht sein. Also er schießt schon auf den. Okay. Zur Not durch die Tür, ja. Mhm. 53 reicht leider nicht. Ja, er hätte wahrscheinlich noch die alte Position im Ziel, ballert in den Raum rein. Kann er schon eine zweite Salve machen oder kommt die später rein? Die kannst du noch dazu packen. Dann macht er das schon noch. Da kommt aber ein Strafwurf dann drauf. Mhm. Aber reicht nicht. 79 das und 70 geht nicht. Geht 1 Meter von der Tür vor weg und fehlt sie. Ja, er sprayt einfach in den Raum rein. Er hat nicht ganz mitgekriegt, dass er hinter der Tür versteckt ist. Ja, ich selbst überlege noch, wie man mit dem Typen da oben
fertig wird. Können natürlich einfach die Jungs vorschicken, aber ich weiß nicht, ob die das tun würden. Naja, du bist ja schon quasi unverwundbar. Du bist doch einfach so quer durch den Raum stolziert, ohne dass dir was passiert ist. Oder warte mal, könnte der, ich habe hier nach dem zweiten, einfach praktisch gegen die Tür rennen und da irgendwie gegen die Wand hämmern. Einfach hier gegen die, ups, da gegen die Tür mit voller Wucht geht das, nach hinten drücken. Wird natürlich jetzt ein bisschen haarig, wenn der eine schon so halb in der Tür stand und da rumgeballert hat. Der andere läuft da jetzt einmal drum rum gegen die Tür. Kannst du machen. Okay. Also irgendwie ein Stärkewurf oder sowas? Was ist deine Absicht? Naja, er soll praktisch die Tür komplett auframmen. Mhm. Und der Typ, der dahinter steht, wird dann hoffentlich gegen die Wand gehauen. Mhm. So ein Tritt tut es auch. Ja gut, dann gib mir einfach nochmal auf, was Stärke noch bei rumkommt. Ja. Also nicht deine Stärke, sondern auch da Stärke 50. Ja, reicht. Er schmettert sich also gegen die Tür. Die Tür donnert nach innen jetzt gänzlich auf gegen einen weichen Widerstand. Ihr hört von hinten so ein Uff und vielleicht irgendwas Metallisches, das zu Boden fällt. Ja, wunderbar. Falkone. Wie viel Schuss kann ich absetzen, wenn ich die Tür danach noch zukicken will? Also willst du jetzt zwei Aktionen machen, ja? Schießen und Türe zu machen. Ja. Dann wäre das auf alle Fälle mit dem Strafwurf von vornherein. Na gut. Geschafft. 6 Schaden. Wenn es ein D10 sind. Hab nicht aufgepasst. Ein D10 plus 2 sogar, dann sind es 8 Schaden. Und du hast oben auf den am Treppenabsatz geschossen, ja? Ja, natürlich. Du hörst dann aufschreien, ein Poltern und dann schmetterst du die Tür auch schon wieder zu. Ich rufe noch bei, du Schwein! und lehnst dich mit dem Rücken an die Türe dann. Ja. Du siehst dabei, dass die Tür ein großes Fenster hat. Nein. So, was macht Luigi? Ja, er sieht ein, er hat kein geeignetes Schussfeld da an der Stelle. Außerdem hat Francesco das schon gerade irgendwie im Griff. Und der checkt nochmal um die Ecke und sichert da nochmal hinab. Ich dachte, er sei unser brutaler Killer. Keine Fremdaktion. Jacopo. Ey, ohne Scheiß, ich stehe da zu 6 um dieses kleine Häuschen rum und kriegst nicht auf die Reihe. Warum? Wir kommen da voran. Ja, also er hat ja seine Waffe verloren offensichtlich, ne? Oder zumindest haben wir das gehört. Du hast irgendwas gehört. Es könnte seine Waffe gewesen sein, ja? Es könnte aber auch sein Roboterarm. Ja, ich mach dasselbe nochmal. Also ich gehe aus der Deckung raus und gebe einen gezielten Schuss auf ihn ab. Dann mal los. Wieder nix. Wie schlecht. Bald ist dein Magazin aber leer, ne? Wie viel hast du noch? Ein oder zwei Schuss hast du noch? Warte, ich zähle gerade. 1, 2, 3, 2 Schuss habe ich noch. Okay. Jetzt hast du noch deine 2 Handlanger. Ja, der zweite Handlanger schießt auch von hinten auf ihn. Der zweite Handlanger ist der hier oben, ne? Genau. Okay. 77. Ja, er hat kein so schickes Schussfeld, weil an der Tür lehnt ja noch Francescos Handlanger Nummer 2, ne? Der die Tür aufgeschmettert hat. Von daher, der Schuss ging ein bisschen daneben. Und wenn der sich hinter der, mein zweiter Handlanger, wenn der hinter seiner Deckung hervorschaut, sieht er dann oben irgendwas, auf das er schießen kann? Der schaut die Treppe rauf und sieht da nichts, nein. Dann tut er einfach eine Salve ins Leere abfeuern. Mhm. Bringt dir nichts. Versagen auf volle Linie. Francesco. Okay, ich rufe meinen beiden Hiesigen zu, also den beiden, die hier mit mir an der Tür sind. Kümmert euch um den, in der Annahme, dass er jetzt schon entwaffnet und erstmal irgendwie nach Luft dringt. Rest folgt mir. Stürme da dann hoch. Wenn sich da oben irgendwas rührt, schieße ich einfach wild drauf los. Du stürmst mit 2 Mann die Treppe rauf. Ja. Die anderen Schergen kann ich ja nicht kontrollieren. Du sagst, du befiehlst aber allen, dass sie mitkommen. Ja, genau. Meinen beiden, die hier an der Tür noch sind, der eine, der sich eingedrückt hat und der andere, der vorher nur geschossen hat, die sollen den da hinter der Tür sich krallen. Alle anderen sollen mit hochkommen. Ja, also ich würde dem nachgehen. Ja, langsam. Du bist jetzt gerade noch nicht dran. Achso, Entschuldigung. Ja. Francesco, du kommst maximal bis zum oberen Treppenabsatz. Ach, soweit doch. Gut. Die anderen dann irgendwo auf der Treppe hinterher. Du siehst aber oben jetzt nichts außer... Achso, jetzt kann ich ja wieder aufdecken. 2 Füße vielleicht. Eine Blutspur. Genau, so in etwa. Ist hier oben etwa auch noch eine Tür? Ja,
Die hat man von außen gesehen. Von der Front, die hat man von außen gesehen. Da, das ist so eine, ja, da drüber ist auch so ein Krangestell. Da konnte man also auch Lasten hochheben und von oben ins obere Stockwerk reinladen. Dann ist Falcone wieder dran. Würde es was bringen, wenn ich meine Wunden versorge? Erste Hilfe könnte dir auf alle Fälle ein Pünktchen oder so zurückgeben, ja. Ja, dann drücke ich mich mal hier an die Wand und verbind mich mal. Leckst deine Wunden. Ja, keine Ahnung, ich reiß mir mein Hemd auf oder so und verbind den Arm, der getroffen wurde. Mhm. Hey, das schafft. Okay, dann gib dir mal ein W3 zurück. Na, immerhin. Nett. Wenn wir denn Daniela die letzten 3-4 Runden schon bewegt hätten, dann wäre jetzt eigentlich auch schon im Kampf geschehen, oder? Wieso? Na, weil der ja momentan eigentlich ziemlich im Leo steht. Also Dominik hat den ja immer wieder mal bewegt. Der befindet sich auf der gleichen Ebene wie jetzt Francesco, aber außerhalb des Gebäudes, ne? Auf dem Dach vom Nebengebäude. Aha. Vielleicht sollte ich nochmal eine Frontansicht malen. Nein, mir ist schon, also ich verstehe, dass das das Obergeschoss von dem, also dass das hier quasi das hier ist und dass das hier der erste Stock von dem hier genau. ist. Genau. Aber warum ist der Daniela hier hochgekommen, wenn die Leiter hier ist? Der ist übers Dach gelaufen. Ach so, und hat sich dann hier, ja, okay. Und da gibt's hier auf dem Dach gibt's keine Einstiegsfenster oder irgend sowas, wo man auf das Obergeschoss schauen könnte. Irgendwelche, weil normalerweise haben wir so Dachschrägen oder so Lagerhallen oft Dachfenster, damit es nicht zu dunkel ist in der Halle, ne? Es ist nicht vorgesehen, ne? Ich war nur Nee, hab ich so nicht eingeplant, ne. Okay, ja, passt. So, da unten habt ihr quasi skizziert die Frontansicht. Ja, na, bis jetzt läuft's eigentlich ganz gut. Und für meinen ersten Schuss, der ja tatsächlich unglaublicherweise getroffen hat, kann ich mal bei Fernkampf ein Häkchen machen, oder? Und dann irgendwann mal steigen an. Ja, aber bei Faustfeuerwaffe, ne? Fernkampf, Faustfeuerwaffe. Ja, habe ich, genau. Dann wäre jetzt Jacopo wieder dran, ne? Ich wäre wieder dran. Es ist noch keiner von den beiden Schergen ins Zimmer reingestimmt. Wobei, nein, er hat ja gesagt, die machen das und ich soll ihm nachlaufen. Dann tue ich das. Mein erster Scherge läuft die Treppe hoch, ich laufe hinterher. Mein zweiter Scherge läuft geduckt hinter den Fenstern, auch Richtung Treppe. Francesco, du siehst oben am Treppenabsatz relativ großen Raum. Dort stehen diverse Kisten rum und am Boden eine Blutspur, die mehr oder weniger geradeaus von dir führt, hin in Richtung eines Stapels Kisten. Okay, dann habe ich jetzt sozusagen Blut geleckt und würde bin ich unter den Kisten. Schon ausschwärmen hinter mir, beiden Jungs zumindest. Also du stürmst vor bis zu den beiden Kisten und siehst dahinter, da liegt einer am Boden und richtet seine Langwaffe auf dich. Ups, ich springe zurück. Deine anderen beiden laufen in die Fläche rein, sehen eigentlich sonst nur Kisten, genau. Falcone. Ich sehe gerade, dass die ganze Mannschaft da hoch marschiert. Alles klar, Falcone, ruft Luigi dir zu. Ja, geht schon. Nur ein Kratzer. Aber Leonardo hat so schlimmer erwischt. Ja, ich seh's. Verdammt. Wer deckt eigentlich vorne den Laden? Keine Ahnung. Daniele ist auf dem Dach. Ich guck mal nach oben. Daniele, geh mal nach vorne. Klar. Ja, dann marschiert er halt nach hier und guckt mal, was Sache ist. Behält die Front im Eindruck. Und ja, ich würde mal gerne zu Luigi rüber, damit ich nicht ganz ohne Deckung da bin. Oben kracht ein Schuss. Ja, aber ich hab ja Glück. Also ein Schuss ist gut, sind mehrere, es rattert. Okay, den zweiten brauche ich gar nicht zu versuchen. 5 Kugeln fliegen durch den Raum und verursachen die üblichen 1d10 plus 2. Oh, nur 4. Noch irgendwelche Deckung durch die Kisten, weil ich ja zurückgespielt bin? Ja, nö, du bist da in Deckung, aber es trifft. Achso, ich fühlte mich angesprochen durch den Schaden. Trifft den und deine 2 Schergen, die oben in der Mitte des Raums stehen, die trifft's halt. Von dem am Boden liegenden? Nein, nicht von dem am Boden liegenden. Es kam aus der hinteren Ecke etwa. Aber der am Boden liegt, der drückt auch einmal ab. Ja, aber aus der Lage verwundet, nee, das gibt nix. Mit dem Strafwurf, da kommt er nicht weit. Also es schießt, aber er verfehlt dich. Geht einmal in die Decke. Jacopo. Meine Schergen laufen Treppe hoch. Ja, wir stehen uns da ein bisschen im Weg. Du siehst aber, dass die beiden getroffen wurden. Ne? Die gehen also kurz ein bisschen zu Boden. Das heißt, ich springe hinter die Kiste in Deckung
Und der kann er bis daher, nein, oder? Nee. Ja, dann läuft er zu dem und... Nimmt den als Deckung, schon klar. Versucht ihn zu versorgen. Der andere bleibt noch so halb am Treppenabsatz, also auf der Treppe stehen und lugt einfach nur so in den Raum rein. Dann Francesco. Sollen wir erst die beiden unten abfrühstücken? Stimmt, die gibt's ja auch noch, das hatte ich schon abgehakt. Ja, also die würden dann praktisch um die Tür rumgehen, den Typen einsammeln und fertig. Nicht? Also mindestens einmal auf Nahkampf Handgemenge. Ich weiß nicht, wie sehr der in die Tür irgendwie den Atem geraubt hat. No, der steht noch da, der steht noch stabil. Hat nur seine Waffe verloren, aber steht noch stabil. Ja gut, aber jetzt stehen da zwei von den Jungs mit Tommy ganz vor ihm. Ich würde sagen, wenn er sich ergibt, kriegt er nur einen mit den Kolben in die Fresse. Ansonsten kriegt er zwei Salven ab. Und dann gib einmal Nahkampf Handgemenge. Okay, die Werte hast Ups. Ja, 50% müsstest du knacken. Okay, du triffst, aber verursachst keinen großen Schaden. Der wehrt sich also noch ein bisschen. Das zweite ist besser. Okay, 1W3. Ja, das ist gut. Damit sackt er zu Boden, hält sich sein Kinn. Ich glaube, es war ein Schlag gegen die Brust. Von daher, der wehrt sich nicht mehr. Gut. Dann gucken wir, was Francesco selber macht. Der wird sich da in Deckung werfen. Der andere eher hier. Und... ich sehe doch meinen Gegner da unter dem schwarzen Kästchen, oder? Ja. Oh, so nah ist er, das ist gut. Der liegt am Boden? Der liegt am Boden, Kann ich mit einem Fuß auf seinen Arm treten, den er die Waffe hat? Problemlos. Der ist auf 20% runter, also von daher, der macht nicht mehr viel. Okay. Also, mit einem Fuß auf seinen Arm und mit dem linken die Tommy Gun auf ihn abgedrückt. Also ich drehe ihn auf den Arm, dass er halt nicht mehr zurückschießen kann und schießt dann von oben auf ihn runter. Na gut, okay. Wie viel Schuss? Eine Salve sollte noch reichen. Okay. Das ist ja fast ein aufgesetzter Schuss. Ja, von daher, da brauchst du nicht zu würfeln. Obwohl, ja doch, du kannst würfeln. Vielleicht hast du ja noch, klemmt deine Tommy Gun. Klemmen tut sie nicht. Werte sind erbärmlich. Genau. Der ist tot. Der hat Leonardo getötet. Falcone. Was ist eigentlich mit Warnanlage da hinten? Du Mist. Frage ich dich. Was weiß ich? Ich bin hier nicht der Boss. Geschweige denn Touristenführer. Ja, ich sag mal leise. Besser wär's. Ja, sag. Komm, wir gehen nach vorne. Schleichst durch die Gasse nach vorne. Ah, jetzt im Auto. Gebt mir bitte alle einmal eins auf Horchen. Kommt denn die Polizei? Oder? Die drinnen sind mit einem Strafwürfel. Ja, der hat es nicht gekostet. Dann gebe ich mal 4 Punkte aus. Ich habe es auch nicht geschafft. Dann kracht oben wieder eine Tommy Gun. Erste Salve passt, zweite Salve nicht. 10 Trefferpunkte. Das heißt, der ist erledigt. Was habe ich jetzt gehört? Ja, kommt gleich. Der ist auch hin. Ihr habt 2 weitere Verluste zu beklagen oben. Trotz der Deckung durch die Kiste. Ich weiß natürlich nicht, von wo der Schuss jetzt kommt. Vielleicht kommt er doch nicht mehr von. Er ist dafür bloß verantwortlich. Naja, vielleicht der sich raushält und nicht mitmacht. Meinst du den, der dafür verantwortlich ist, dass ihr erst da oben seid? Und damit fährt man wieder bei Jakuba. Ja, ich sehe niemanden hinter den Kisten. Du siehst niemanden hinter den Kisten. Du bist selber hinter einer Kiste in Deckung gegangen? Ja. Ja, weil man achtet ja gebannt auf seine Umgebung, wenn man sich fürchten muss, davor gleich erschossen zu werden. Du hast vielleicht das Mündungsfeuer gesehen. Das Aufflackern, genau, das Mündungsfeuer einer Tommy Gun da gesehen. So, wenn ich da jetzt um meine Kiste herumlaufe, hinter die 2 anderen Kisten und mit einem beherzten Sprung den umschmeißen will, was müsste ich dafür tun? mindestens einen Strafwurf in Kauf nehmen. Ja, aber das ist doch eine ganz schöne Distanz. Einmal rum, Schwung nehmen auf einen... Und was wäre die Fähigkeit, auf dich werfen müsst? Jetzt gesagt, Nahkampf dann. Nahkampf-Handgemenge? Mhm. I like that. Das sollst du ja können. Ich wollte gerade sagen, das sollst du doch können. Okay, ja, dann tu nicht den, sondern mich. Und dann mache ich das. Ich laufe daher und spring den Typen an, als ob es kein Morgen ins wäre. Kreuz. Easy cheese. Wie viel Schadenspunkte verursachst du? Ist ein W3 plus Schadensbonus, Stärkebonus. Und Stärkebonus ist... Schadensbonus. Schadensbonus. Habe ich ein D4.
Also ein D3 plus ein D4. Nein! Ja, zwei. Das war echt, du reißt ihn zu Boden, liegst halt so halb auf ihn drauf. Ich meine, was hast du mehr erwartet? Was wolltest du sonst erzielen? Ja, also ist schon gut. Genau. Er schießt zumindest nicht mehr auf meine Freunde oder Bekannten. Dann hast du noch zwei. Nein, nur noch einen, oder? Einer steht auf der Treppe und der, der andere ist schon hinüber, ja. Der andere ist, der wird da hinter die Kiste laufen. Oder vielleicht sogar daher. Okay. Francesco, du stehst auf einem mit Blei vollgepumpten Gewesenen. Sehe ich noch irgendwelche Gegner? Habe ich noch den Eindruck gehabt, dass da mehr als ein weiterer Schütze da hinten war? Nö, ich denke nicht. Aber du hast halt mitbekommen, dass von da aus nochmal Schüsse erfolgt sind und dass Jacopo und so dahin gestürmt ist. Okay, ich guck da mal rüber. Lauf an den Kollegen vorbei, ob da bei denen noch was zu machen ist. Da ist nichts mehr zu holen. Okay. Die beiden unten versorgen den halt da endgültig, dass der sich nicht mehr bewegt. Soll der ins Jenseits befördert werden, oder? Nein, brauchen wir noch einen, den man befragen kann. Und wenn das erledigt ist, würden die halt hochkommen. Währenddessen setzt Falcone seinen romantischen Spaziergang vom Nachmittag fort. Wir uns hier eine schöne Zeit. Mit Luigi, da werden wir wieder ein Thema, das hat. Falcone. Ja, ich lass Luigi ans Steuer. Und setzt mich vorne daneben hin. Was macht Daniele? Der kommt vom Dach. Ich weiß ja nicht, ob er es schafft in der einen Runde. Ne, in der einen Runde sicherlich nicht. Kann er sich so runterschlittern lassen? Ja, es sind sicherlich 4 Meter bis zum Boden. Ich weiß ja nicht, was das für eine Leiter ist. Achso, die Feuerleiter dahin. Ja gut, der muss ja erstmal wieder auf das andere Dach rauf. Da, ich habe, während du weg warst, eine kleine Skizze nochmal gemacht, eine Frontansicht. Und er ist jetzt wo? Er ist jetzt hier. Und wir sind wo? Ihr seid da. Wie das denn? Wie ist er denn da hingekommen? Ich dachte, er ist auf dem. Er ist das, auf das Dach Hausraum. Und auf der anderen Seite wieder runter. Davon weiß ich ja gar nichts. Du hast ihn doch dahin platziert. Ich habe gesagt, er soll aufs Dach und nicht Parkour laufen. Ja, ist auf alle Fälle auf dem anderen Dach jetzt. Ja. Gut, dann kommt er jetzt in der nächsten Runde runter. Ich habe keinen Spieler mehr im Rennen, von daher Jacopo. Ja, ich schlag einfach weiter auf ihn ein, versuche ihn irgendwie einen gezielten. Entweder Schlag in die Magengegend oder irgendwo einen Knockout-Schlag gegen den Kopf zu verpassen. Ihr hört Schritte über euch. Es führt keine Treppe nach oben, nicht wahr? Nein. Also, und es ist klar, dass es dann auf dem Dach sein. Ja. Okay. Also ich habe auf jeden Fall einen Erfolg. Mhm. Und würfel noch mal Schaden. Na bitte. Der ist auf 20% runter. Also er ist noch nicht bewusstlos, aber der wehrt sich nicht mehr. Okay. Dann könnten wir ihn jetzt vielleicht befragen, Jacob. Ja, bist du noch nicht fertig mit ihm? Na, einen Schlag würde ich ihm schon noch vor. Also, wobei, das können wir ja dann wahrscheinlich, wenn er sich eh nicht mehr wehrt, abkürzen. Also ich boxe ihm dann halt noch ein paar Mal eine drauf, biege ihm dann die Arme nach hinten und quasi fesseln werden wir ihn wahrscheinlich jetzt nicht auf die Schnelle, aber ich werde ihn halt irgendwie so unschädlich machen und den Francesco präsentieren. Also, das habt ihr davon, sage ich ihm. Lautes Hauptquartier, was ihr hier habt. Und hörst von draußen ziemlich deutlich Polizeisirenen. Wenn man sie braucht, kommen sie nie. Ja, nehmt den mit und dann ab, weg hier. Sollen wir unsere Freunde auch mitnehmen? Wenn es geht, wenn wir noch genug Tragekapazität haben. Ich packe auch ruhig mit an. Wo ist denn Falcone? Der soll doch. Der kann doch auch. Falcone, komm hoch! Also ich pack mal den einen, den ich gerade unschädlich gemacht habe. Von draußen hört ein Motorengeräusch, ein Auto fährt. Lautes Pfeifen. Die beiden Jungs hier unten noch in dem Büro bringen ihren Gefangenen mit. Und einer von den beiden kann ja auch den Leonardo mitnehmen, ne? Den müssen wir auch mitnehmen, oder? In den Kofferraum. In welchem Wagen ist noch Platz? Wir haben jetzt eine gegnerische Leiche mitgebracht. Achso. Nee, Moment, ihr habt den Gefangenen aus dem Erdgeschoss und den Gefangenen aus dem Obergeschoss. Aber im Erdgeschoss waren zwei. Achso, dann habe ich da einen zu viel eingepackt. Ja, okay. Und dafür brauchen wir noch den einen Gefangenen von oben. Ja, okay, ist egal. ja. Ihr habt zwei Gefangene und insgesamt selber auch 3 Verluste, ne? Ja. Hat sich ja voll gelohnt. Wir haben sie dann gezeigt. Yeah! Damit gebt er Gas und rauscht. Bist du bei mir im Auto? Und sagst es laut? Ja, ist bei dir. Ja.
Halt die Fresse, Jakobo. Und halt mir meinen Arm. Was denn? Wir haben das doch gut gemacht, oder? Ich hab gesagt, halt die Fresse! Mit quietschenden Reifen verlasst ihr also das Schlachtfeld. Euch kommen ein paar Polizeifahrzeuge entgegengerauscht. Und da schlagt ihr euch vielleicht durch die Gassen, durch verschiedene Straßen, quer durch die Stadt. Ja, halt über die Brücke wieder. nach nebenan, genau, okay. Ja, bis in circa 2 Wochen oder sowas, ne? Ja. Ich danke fürs Mitspielen. Tschüss, danke dir. Oh, danke schön. Ciao. Ciao. Cthulhu bzw. Call of Cthulhu ist ein Pen-and-Paper-Rollenspiel basierend auf den Werken des Autors Howard Phillips Lovecraft. Das Spiel wurde entwickelt von Sandy Peterson von Chaosium und erscheint in Deutschland im Pegasus Verlag. Ich danke dem Pegasus Verlag für die freundliche Genehmigung zur öffentlichen Verwendung der Materialien. Weitergehende Informationen zum Abenteuer und nützliche Links findet ihr auf Jägers.net in den Shownotes zur jeweiligen Folge. Die Musik im Eingang und im Abspann dieser Folge ist von Hans Atom, trägt den Titel Paints the Sky, ist lizenziert unter Creative Commons Attribution Lizenz 3.0 und zu finden auf ccmixter.org. Ist nur bei mir die Karte gerade abgestürzt? Nee, sie ist einfach nur geswitcht auf schwarz. Achso, okay. Baut da gerade was Neues auf. Okay. Er hat also wirklich was vorbereitet. Ich habe da tatsächlich mal was vorbereitet, genau. Wie zweifelnd er das sagt. Nein, wirklich. Weil sich so angefühlt hat kurz, als würde er nicht glauben, dass wir wirklich so dämlich sind. Dies war eine Jägers.net-Produktion aus dem Jahre 2017.